hin und her arbeiten muss, dass man irgendwie was aufeinander platzieren kann oder nicht. Manchmal hat das wieder. Oh, Planken. Sollte ja eigentlich noch welche Planken, Balken. Kann ich nochmal 5 Ladungen. 4, 5. Dann sollte ich genug Planken haben, um ein bisschen was zu bauen. Log Wall. Ach so, jetzt kommen ja erst die ganzen. Ach, jetzt natürlich. So. Genau, jetzt muss ich auf den anderen Modus umstellen. Eins auf das Ende. Und eine Wand an das Ende. Fertig? Ja. Die konnte man ja recht einfach aufbauen. Knowledge gained. Wunderbar. So. Dann haben wir jetzt verschiedene Holzwände. Könnte man schon tatsächlich mit Tür, Fenster, Dachschräge und Dachschrägenspitze. Man kann hier Holztreppe bauen. Dächer mit First. Also. Warte mal. Wusste, dass man die verändern kann, aber dass man den Boden so verändern kann? Das ist interessant. Äußer und. Ja, rund. Verrückt. Wow. Das ist natürlich cool. Das habe ich noch gar nicht bemerkt gehabt. Okay, dann. In Civil Engineer. Stone. Luxury. Dafür Roofed Storage, warum nicht? Ah nee, kann ich ja noch rein. Stockpiling. Oh, das ist doch gut. Ein Stock 8. Naja, muss ich runtergehen. Großes Lager. Baumstämme. Also ich muss erstmal drum rum, okay. Baumstämme. Dann brauche ich aber bald mein kleines nicht mehr. Natürlich cool. Oh, noch nicht fertig. Ups. Lager für Holzbalken. Ah, natürlich auch hier drin. Natürlich echt cool. Ah, ist auf der Fall. Hä? Okay. Der noch gar nicht fertig gebaut. Also mache ich dann Aufwand machen hier. Oh, ich muss es anscheinend gar nicht fertig bauen. Keine 100% haben, um zu klappen. Okay. Wunderbar. Dann kann ich die eigentlich wieder abbauen. Hm. Echt cool. Wollen wir mal sehen, ob wir auch Planken da drin lagern können. War ja für Holzbalken, aber.
Starre. Okay. Knowledge gained. Großes Lager für Steine. Also wenn das nicht mal hilfreich ist, weil wir ja auch Steine sammeln. Weise. Wir wollen ja irgendwann nochmal einen Stein machen. Deswegen. Okay. Lager für Steine. Ich frage mich, inwieweit dann da tatsächlich auch Steine drin gelagert werden. Und ob ich Erze drin lagern kann. Wäre ja dann das, was ich eigentlich brauche, ein Lager für Steine. Okay, Steine können rein, aber keine Erze. Ist klar. Machen wir es doch so. Nehmen wir uns eine Kiste weg. Und stellen die hier in den Ofen. Brennmaterial dazu. Dann noch. Kann ich doch noch weiterführen. Deluxe Housing. Erstmal hier. Heilbaren. So. Nummer 5. Also kann ich 2, 3, 4 Stück machen. Davon kann ich einen herstellen. Starten wir das Feuer, dann funktioniert das los. Ein Log. 6 Balken. Ein Log. Nehmen wir uns dann nochmal ein Log. Wieder was machen. Ja, aber hey. Auch noch irgendwann anders machen. 8 Metallbarren. Stück. Viel. Schmelze. Ausmalen kann. Dann gehen wir mal wieder graben. Haben wir genug dabei, um noch eine Schaufel herzustellen? Wunder. Ich glaube, die geht auch dann kaputt. Aus. Ist noch was, oder? Grab mich immer noch hier an der Oberfläche lang. Wenn ich irgendwann mal unten bin, dann komme ich da ja nicht mehr richtig dran. Aus, als wäre hier jetzt ziemlich
Ende der Fahnenstange. Gar nicht so verkehrt ist. Letzten Reste hier. Okay, das war schon Erde. Nochmal hier in die Ecke. Und das wird Erde sein. Das ist schon langsam. Kümmern. Fackel sieht man dann auch ein bisschen was. Wenn ich die Basis von der Fackel dann gleich weggrabe. Ja, ja, ich hab Hunger. Warum? Nicht im Moment. Ja, zu schön, um wahr zu sein. Mal gucken, ich habe 19 Erz. Ich noch nicht da. 73 Erde. Könnte ich irgendwann noch mal gebrauchen, das ist die Sache. Dinge aufzufüllen oder so. Gar nicht verkehrt. Gerade. Oh ja, es ist auch schon die zweite Schaufel, die ich hier benutze. Ja, das sieht jetzt langsam echt aus wie eine Mine. Aber ich glaube, ich sollte auch mittlerweile genug haben, um 25, okay. 5. Herstellen. Ja. Habe ich auch genug für... Oh, natürlich nicht von einem Metall. Zinn. So, aber... Herstellen, eine Schmiede. Werkbank. Fünf Metallbarren. Hier. Balken. Und ein Log. Silber, Bronze, Zinn, Gold, Stahl. Ich glaube, da nehme ich doch das günstigste mit Kupfer. Mitte hier. Ich das nur noch mal hier reinsetzen. Und da das ja hier zugehört. Ja, natürlich. Also halt in den Boden. Oder bis wir es umbauen. 10 Metallteile. Wir hatten doch schon. Wahnsinn. Hier 7. Lösen wir das letzte Kupferstück nochmal auf. In Metallteile. Pickaxe, Handplow or Shovel. Noch Pickaxe wollte ich machen. Ah, braunen Eisenbahn. Eisen. Copper. Ah, wir brauchen 2 Kupferbarren. Doof. Aus Zinn kannst du natürlich nichts. Ach, aus Zinn kannst du hier die Ingots machen. Brauche ich noch ein bisschen Kupfer. Direkt. Ich brauche noch. Verbrauche ich um genau sein. So, ich wollte ja noch hier ein bisschen gucken. Im Ausgang, dass ich da nicht irgendwie habe.
Erde. Natürlich immer gucken, dass ich hier noch rauskomme. Also ansonsten. Ich meine, ich müsste noch genug. Ja, ich habe noch genug für eine Schaufel, um im Notfall zu graben. Eigentlich an Kupfer jetzt. Oh, wir haben Lehm gefunden. Und 12 Kupfer. 12 Kupfer reicht auch schon. Damit. Hey. 12 Kupfer reicht doch schon. Ich irgendwo noch. Ah, ich habe immer noch eine Fackel hier. Jetzt funktioniert's. Nehmen wir doch mal schön. Komm hin. Sieht. Aus. 2. Und. Was war das? Balken. Holen wir uns doch mal eine Pickaxe. Okay. Würde ich mal behaupten, dass wir den Clay, die Metallstücke, reintun können. Natürlich jetzt hier die größeren Lager. Echt toll. Balken dazu. Hier Erde lagern können. Dafür. Aber ich habe ja erstmal die Pickaxe. Dann anstatt der Schaufel benutzen kann, hoffe ich doch mal. Wollen wir mal sehen. Da brauchen wir noch ein bisschen Kupfer ab, weil wir können auch die anderen Werkzeuge gut gebrauchen. Okay. Kupfer. Für was? 5 oder 6 Schläge? Ich brauche aber erst nochmal was zu essen, da müsste ich mich nochmal drum kümmern. Behaupte mal, ich kann hier nicht tatsächlich verhungern, aber. Achso, ich wollte ja. Wollte ich noch da behalten. Und zwar war es so, wie viele brauche ich? Ich brauche 5 für ein Feuer, ne? 5 Steine. Inventar, Feuer craften. Ich darf wieder die 4 Steine ablegen. Feuer auf. Ich ist halb vergraben. Aber die Sache ist die, da kann ich den ganzen Kram jetzt reintun. Zum Beispiel. Sechs Stück müsste ich eigentlich herstellen können, weil ich hiervon 7 habe. Also 7 Stück herstellen, 6 an der Warteschlange.
Ja, und ich kann das bisschen kann ich abbrennen lassen. Obwohl, dann könnte ich gerade schon mal. Ach. Menü ziehen, genau. Ich bräuchte noch eine. Oh, was haben wir jetzt angestellt? Wieso ist da noch eine Axt aufgetaucht? So, wunderbar. Dann gehen wir wieder in die Mine. Schau und graben ein bisschen. Weil ich auch der Meinung bin, dass zum Beispiel mit der Schaufel es wesentlich mehr kostet, Erz auszugraben, also an Energie oder Lebenspunkte von der Schaufel. Wenn ich das mit der Spitzhacke mache, weil die scheinbar länger wegen den Steinen. Auch wenn es nur Kupfer ist. Von daher. Ah, okay, da war jetzt Erde. Ich wette, ich kann damit auch Stein abbauen, wenn ich denn dann mal Stein finde. Das Stein. War dieses komische funkelnde Geräusch? Fällt mir auch noch gerade auf, die Musik hat aufgehört. Bisschen was haben. Die Musik oder ist das einfach nur, weil ich so tief bin mittlerweile? Auch keine Vögel mehr in irgendeiner Weise. Ah, ich komme sogar noch raus. Ah, tatsächlich, es ist die Höhle an sich, die das Ganze so komisch klingen lässt. Auf jeden Fall interessant. Ziemlich von der Legierung. Doch von der Legierung. Mit Zinn mal, glaube ich, Messing herstellen. Tief. Behaupten quadratisch praktisch gut, wie es hier runter geht. Aber naja. Gucken, wie es tatsächlich hier ausgeht. Überhaupt, am Ende geht es so aus, dass ich nicht mehr rauskomme. Ich raus hier. Noch ein bisschen runterkloppen. Wollte ich die irgendwie noch da sonst wohin hau? Genau in der Mauer. Auch gut. Dann ersetzen wir mal den Hammer hier im Menü durch die Schaufel. Und graben uns mal hier raus.
Halleluja. Okay. Können wir ja noch ein bisschen weitermachen. Die Spitzhacke hat ja noch ein bisschen Leben drin. Eigentlich damit auch. Nee, egal. Wir machen kaum Erde damit weg. Das ist interessant. Wenn man hier graben, hat man sonst mit der Schaufel Erde mitbekommen. Aber hier jetzt gerade. Eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall sehr interessant. Speichert. Merkt man immer direkt, wenn es speichert. Erstmal einen Moment hängt. Ah. Immer noch was, oder? Ja, jetzt ist voll. Wie gesagt, ich muss hier immer noch irgendwie rauskommen. Nee, ich muss schon wieder herausgraben. Wow. Hier willst du nicht per Zufall mal... Genau, hier willst du nicht per Zufall mal reinfallen. Genau. Mal orientieren. Ach, verdammt. Ich glaube, ich muss einen Zaun drumherum aufbauen. Habe ich schon einiges an Kupfer rausgeholt. Eieiei. Dann. Das sind das 5, 10, 11, ja? 5 mal 15. Ja. Na, das ist jetzt einer zu viel. Aber nicht dramatisch. Dafür brauche ich Zinn. Genau. Und Bronze kannst du daraus herstellen. Genau. Bronze ist besser als Kupfer. Deswegen werde ich gleich mir mal meinen. Wenn ich noch Zinn habe, mal was holen. Eine Bronzewaffe machen. Oder Bronze-Spitzhacke machen kann. So. 11 Stück haben wir schon, ne? Achso, wir können jetzt die Erde noch dazu. Geht den? Oh ja. Mal, wie viel herstellen? 4 Stück, ja?